Jo, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen, frischen Folge von Battlefield 4. Wir zocken wieder Team Deathmatch, sind hier im Pazifik unterwegs und ich habe die A91 als Waffe dabei. Ich hoffe, dass ich jetzt gut abschneiden kann. Die letzten zwei Folgen waren auf jeden Fall mega, ja. Und ich hoffe, dass ich jetzt weitermachen kann, ja. Dass ich jetzt hier Anschluss finde an den letzten Erfolgen, die ich so hatte. Hier unten, glaube ich, sind welche oder kommen welche. Oder die sind vielleicht sogar schon oben. Hier links sind einige gestorben, das gefällt mir überhaupt nicht. Shit. Ach, da hinten, da liegt noch jemand. Okay, den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Wirklich schade. Schade. Oh, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Da muss ich jetzt aufpassen, Leute, ansonsten holen die mich auf jeden Fall weg. Wir haben ja, glaube ich, sogar ein Medikit hier, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das werde ich auch mal nutzen, einfach um hier ein bisschen länger durchzuhalten. Auch sehr gut. Hier hinten muss auch noch irgendwo jemand sein. Aber den hole ich mir mal auch schnell weg mit einem ordentlichen Headshot. Oh, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Da hinten irgendwo sniped jemand. Da hinten irgendwo ist jemand, der sniped. Markus ist tot oder Markus ist gleich tot. Pass auf, Junge, pass auf. Komm, Medic, genau. Kurze Heilung. Kurze Heilung, Freund. Und dann geht's auch schon weiter. Irgendwo da hinten steht jemand, aber irgendwie möchte auch keiner so wirklich dahin gehen. Oh, da hat jemand den Baum umgerotzt hier. Es könnte sein, dass jetzt jemand hier hochkommt. Das ist einer von unseren Leuten. Oh, jetzt kommt auch noch Sturm hier. Jetzt wird's brutal, Leute. Jetzt wird's brutal hier. Dass der mich unbedingt auch noch wegholen muss. Ganz ehrlich. Markus, wo bist du? Hol mich zurück ins Leben. Hol mich zurück. Okay, Markus hat keine Lust. Mega Markus hat keine Lust, mich zurückzuholen ins Leben. Oh, er schlittert hier schon wieder. Der Markus, der schlittert eine Runde. Eine Runde Schlittering, Leute. Schlittering. Oh, wow, 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 wow. Komm, lad nach. Hier draußen ist jemand. Ich gehe aber trotzdem hoch. Junge, hier ist doch gerade einer von unseren Leuten hochgerannt. Da kann ja eigentlich jetzt nichts passieren. Oder es sollte dir zumindest. Das ist schlecht, Leute. Das ist verdammt schlecht. Oh, wow, wow. Die könnten mich jetzt fast holen. Als wenn ich es geahnt hätte, dass jetzt da einer kommt. Headshot, Junge. Komm, Mann. Alter, es läuft heute. Es läuft. Wieder mal läuft's. Okay, meine Homies. Oh, hier hat jemand eine Granate geschmissen. Jetzt ist die Frage, wo der Kollege herkommt. Entweder war es einer von unseren Leuten. Ja, das ist ja mal wieder super. Das ist ja mal echt mal wieder super. Oh. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist mein Tod. Das bedeutet mein Tod, habe ich jetzt gedacht. Aber ich hatte wieder mein enormes Glück, Freunde. Habe ich ja meistens. Irgendwo ist jemand hinter mir irgendwo. Wahrscheinlich aber auch oben. Da ist jemand gelaufen. Ich muss bloß aufpassen, dass der nicht durch die Scheibe reinkommt, weil das könnte gefährlich werden. Killhilfe, naja, immerhin. Jetzt brauche ich aber langsam wieder Munition, Leute, ansonsten ist scheiße. Fuck. Okay. Komm, 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 komm.
Das ist scheiße, Leute. Ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Oh, keine Munition mehr. Das heißt, ich muss jetzt mit der Waffe klarkommen. Der versteckt sich hier. Der... Kein Kill, okay. Schade. Oh, da kommen einige jetzt, Markus. Da kommen einige jetzt. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wow, 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 wow. Ich habe echt gerade so ein bisschen Angst, Leute. So ein kleines bisschen Angst habe ich gerade. Oh, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Lad doch nach! Warum lädt er 100 Stunden nach, Leute? Warum lädt er 100 Stunden nach? 10-1 auf jeden Fall. Gute Runde. Oder 10-2 jetzt mehr oder weniger. Also die Kills, Freunde, rattern heute nur so runter. Sieht an sich ganz gut aus für unser Team, aber es ist ja auch nicht anders zu erwarten. Es läuft ja eigentlich immer gut für uns. Okay, hier ist irgendwo jemand, der ausrastet. Höchstwahrscheinlich hier drinne. Oder auch nicht. Okay, der ist tot, der Homie. Das ist auch sehr gut, Markus. Komm, wir gehen rein. Das ist wieder mal schlecht gelaufen. Vielleicht kann Markus sich retten. Aber Markus wurde auch getötet. Schade. Äußerst schade, wenn man so jämmerlich versagt, ja. Äußerst schade. Aber ich mag irgendwie gerade so das Taktische an dem Spiel, muss ich sagen. So dieses leise Vorgehen, dieses Nachdenken, von wo könnte jetzt ein Gegner kommen, was wäre taktisch klug. Finde ich ganz witzig. Und da ist noch jemand. Nur eine Killhilfe. Ich werfe da einfach mal eine Granate hin, in der Hoffnung, dass da jemand steht. Natürlich steht da keiner. Aber da hinten ist jemand. Oh, da kriegt, glaube ich, jemand... Oh ne, er ist schon tot, okay. So Leute, das ist jetzt auch gefährlich hier, weil mich hier eigentlich so gut wie jeder sehen kann, ne? Gefährliche Stelle hier, muss man sagen. Von der Gegnerseite snipet wieder mal jemand. Den haben wir auch, sehr schön. Komm, 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 komm. Sehr gut. Oh, shit, der hat mich echt noch weggeholt. Von da hinten, dieser scheiß Camper. Will Cooney, oder wie er heißt denn. Durch die Treppe durch. Nice. Naja, Leute, wir haben uns den zweiten Platz gesichert mit 17-4. Ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Ist eine gute Rundenstatistik. Und eine gute Spielstatistik. Ich glaube, da kann man eigentlich nicht meckern, oder? Da kann man eigentlich nicht meckern. Das snappt schon da irgendwo jemand. Da sind auch einige. Sehr viele. Oh, und da ist schon vorbei. Da ist der finale Schuss auf jeden Fall gefallen. Leute, ich fand es wieder extrem geil. Das hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Sturm auf Paracel, ja. Cooles Ding auf jeden Fall. Wir haben gut abgeschnitten. Und ja, würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet. Natürlich ein Like wäre auf jeden Fall geil. Wenn ihr das Video teilen würdet, wäre auch extrem cool. Ja, würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen auf irgendwelche Netzwerke.
Und vielleicht kennt ihr ein paar Leute, die gerne Battlefield schauen. Könnt ihr natürlich auch gerne mich weiterempfehlen. Ja? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare, würde mich wirklich sehr freuen. 17-4, gutes Fazit, gute Statistik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Markus, an dich, dass du mitgespielt hast. Und ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Servus. Relaxing, I might just doze. I can doze for months, whatever time.